Wie schön, Steinborg, bist du 2023. Diese Schönheit hättest du dir nie zugetraut und du wirst sehen, dass nicht nur auf der Liebesebene, Karriere und auch vor allem geldtechnisch entdeckst du neue Potenziale in dir, entdeckst du neue Kraft, entdeckst du deine wahre Größe. Ich lade dich ein, mit mir gemeinsam dein Horoskop für 2023 anzuschauen. Viel Freude. Mein zauberhafter Steinbock und herzlich willkommen zu deinem persönlichen Horoskop für 2023 in puncto Liebe, Karriere, Geld und Seelenplan hier auf The Funky Oracle. Ich bin Xenia, The Funky Oracle, das Orakel für das Unterbewusste, Unbewusste. Ich beleuchte nicht nur die sichtbaren Aspekte und die bereits bekannten Aspekte, sondern ich gehe sehr gerne auch in die Tiefe. Ich greife da wirklich in die Materie und schaue, wo manche Verhaltensweisen herkommen, wo manche Situationen, wodurch sie bedingt werden. Ich stelle die Verbindung zwischen dem Unsichtbaren und dem Sichtbaren her und begleite dich sehr gerne in die höhere Timeline. Wenn du bereit bist, mit mir all das innerhalb von diesem Video zu erleben, dann lass uns gemeinsam die Reise beginnen und in deine Energien von 2023 hineinschauen. Dafür möchte ich dich bitten, da ich möchte, dass du diese Zeit beim Zuschauen sinnvoll verbringst und deine wertvolle Zeit auch wirklich wertschätzt, dass du mir erlaubst, mich mit deinem Energiefeld zu verbinden, dass ich auch wirklich deine höhere Timeline, deine Themen lesen kann. Dafür like das Video. In der YouTube-Sprache, das ist das Beste, was du machen kannst, um uns hier beim Verbinden zu helfen. Denn like gerne auch Kommentar, gerne kannst du mit Ja, mit deinem Namen, Sternzeichen, alles, was sich für dich nach einem Ja, nach Dankbarkeit anfühlt, kommentieren. Denn damit öffnest du dein Herz und erlaubst den Botschaften, dich auf der Herzensebene zu erreichen. Dankbarkeit ist ein sehr, sehr kraftvolles Element. Und also, einfache Geste, ich verbinde mich mit dir, die Botschaften erreichen dich auf der Herzensebene. Und mit dem Liken und gerne Kommentieren obendrauf hilfst du anderen wunderbaren Menschen da draußen, dass sie dieses Video sich anschauen können. Und du hilfst natürlich enorm meiner Arbeit. Deswegen abonniere The Funky Oracle, wenn du es noch nicht gemacht hast. Profitiere von den zahlreichen Videos, die ich noch veröffentlichen werde oder die ich bereits veröffentlicht habe. Unterstütze mich mit Spende deine Wahl. Du kannst extrem viel und einfache, leichte Dinge tun, um tatsächlich dich zu bedanken, was zurückzugeben und meine Arbeit zu unterstützen. Und wenn du eine persönliche Legung von mir wünschst, sehr gerne, ich mache es auch. Schreib mir gerne eine E-Mail oder DM, je nachdem, welcher Weg für dich lieber ist. Beide Kontaktmöglichkeiten findest du unten in der Videobeschreibung. Genauso übrigens wie die Playlist mit allen anderen Sternzeichen. Ich liebe dich, ich liebe mich, ich liebe das, was ist. Ich bin die Liebe, ich bin das Licht, ich bin du. Viele Steinböcke, bitte. Ich bin die Liebe, ich bin das Licht, ich bin du. Ich bin die Liebe, ich bin das Licht, ich bin du für die Steinböcke. Eine Karte hat sich schon umgedreht. Wenn du bereit bist, ich bin es auch, lass uns beginnen. Wir fangen mit allgemeinen Energien um den Kurs deines Jahres so zu schnuppern, sozusagen zu fühlen. Und what? Krass. Die Sonne. Hammer. Schau es dir an. Das ist deine Karte. Das ist die allgemeine Energie. Die Sonne geht auf. Du bist im Mittelpunkt. Alles richtet sich nach dir. Dein Leben richtet sich nach dir. Das ist das Wichtigste eigentlich überhaupt. Die Sonne. Eine absolute Bewusstheit. Die Nummer 19. 19. Wirbel steht in manchen Theorien für Kundalini-Energie. Und Kundalini-Energie ist die Kreationsenergie, ist die Schöpfungsenergie. Das ist die Energie, womit wir auch erschaffen wurden. Das ist die Energie, mit der wir auch alles andere erschaffen, insbesondere auch unsere Kinder. Und was ich aber auch sehe, du
bist nicht nur die Sonne selbst, sondern du hast einen ganz, ganz neuen Bezug zur Sonne. Du machst Sonnentanken, du machst Sungazing, du schaust auf die Sonne. Da ist irgendwas zwischen euch, was bis jetzt nicht vorhanden war. Das heißt, da ist, du siehst in der Sonne ein Wesen. In der Konstellation mit der Pyramide sehe ich hier eine Entwicklung deines Seins als Leiter. Du leitest die Sonnenenergie. Du gehst an die heiligen Orte. Nicht nur Ägypten bietet uns ganz viele Pyramiden, sondern es gibt überall auf der Welt ganz, ganz viele Pyramiden zerstreut. Die sind in Mexiko, die sind in Russland, die sind in Bulgarien, überall. Jedes Land bietet eigentlich enorme Anzahl an Pyramiden. Die sind die Leiter, die Spitze. Die Energie wird empfangen. Die Energieleiter, insbesondere auch die Sonnenenergieleiter. Genauso sehe ich, wenn du die Sonne bist, wenn du so fühlst, dass alles anfängt, sich um dich selbst, um dich zu drehen, dass die Menschen zu dir sogar sagen, du bist ein Sonnenschein, egal wo du hingehst, du leuchtest einfach, die Menschen freuen sich, dich zu sehen, sehe ich auch, dass du drei Menschen hast, die dir helfen, dein Vorhaben weiterzugeben. Es ist eine gewisse Klarsicht, Einsicht. Man sieht, man beobachtet, man wird aber auch beobachtet. Und hier ist die Frage, für welche Energie entscheidest du dich? Welches Beobachten ist es? Du siehst, du fühlst die Energie der Sonne wie noch nie zuvor. Es fängt oft damit an, dass du merkst, wenn die Sonne scheint, geht es dir besser. Wenn die Sonne nicht scheint, fühlst du dich träge, fühlst du dich verloren. Und du anfängst tatsächlich, und das ist ganz, ganz wichtig und essentiell, mit der Sonne zusammenzuarbeiten. Bedeutet, wenn die Sonne gerade nicht vorhanden ist, weißt du, du hast gelernt, Konsequenzen, du kannst gerade keine Sonne tanken, also fängst du an, anders dir diese Energie zu schenken. Beobachte bitte dein Verhalten, dein Gemüt, deine Gesundheit, wie es dir geht, wenn die Sonne nicht scheint. Genauso sehe ich, dass diese Leiter, diese Pyramiden, die leiten die Sonnenenergie weiter. Deswegen fühlt man sich im Umkreis von solchen Pyramiden irgendwie immer besonders. Oh, das ist eine sehr starke Botschaft, die gerade reinkommt. Auf Deutsch, du wirst dir einer höheren Macht bewusst und du wirst dir der Zusammenhänge bewusst, wie unsere Welt aufgebaut ist, wie alles zusammenhängt. Du lernst quasi von der Natur. Und du, Steinbock, ich glaube, das ist so eine schöne Entwicklung, insbesondere wenn du vielleicht dich von der Natur ferngehalten hast oder dich bis jetzt vielleicht, sag mal so, eher an die gesellschaftlichen Vorschriften orientiert hast und es dir nicht erlaubt hast, zum Beispiel mit dem Sonnenzyklus zu leben. Nehme an, wenn die Sonne aufgeht, steigst du auf und wenn die Sonne runtergeht, gehst du schlafen. Es wäre eine simpelste Erklärung, wie man intakt mit der Sonne lebt. Und das ist aber, wie die Natur wirkt, wie die Natur aufgebaut ist. Und hier sehe ich diesen Sonneneinfluss auf die Natur und du bist da mittendrin, ganz stark. Und für diejenigen, die gerne schon als Leiter arbeiten, als Lichtarbeiter, ja, weil das sind ja Lichtarbeiter, man leitet das Licht weiter an seine Mitmenschen. Hier sehe ich ein
aufwachen, erwachsen werden, leben mit Konsequenzen, so ein Leben, ich kümmere mich um meine Mitmenschen, ich kümmere mich um meine Umgebung. Auf eine natürliche Art und Weise. Man sendet einfach Licht. Du sendest Licht überall. Du tankst die Sonne und diese Sonne, diese starke Energie, diese warme Energie, diese väterliche Energie, diese Kreationsenergie, die du dadurch bekommst, du fühlst dich bestrebt, einfach ganz natürlich sie weiterzugeben. Und das macht dich automatisch zu einem Magnet. Das heißt, du musst da gar nicht viel tun, damit dich die Menschen sehen. Du musst da gar nicht viel tun, um die anderen zu überzeugen, dass sie mit dir zusammenarbeiten sollen, dass sie mit dir zusammen in Beziehung sein wollen, dass sie dich akzeptieren und so weiter. Hier geht es darum, dass man zum Leiter der Sonnenenergie wird. Weil hier siehst du die ganzen Insekten, die ganzen Tierchen, die sammeln sich natürlich im Sonnenlicht, die wärmen sich auf. Beobachte unsere Katzen, ja, das klassische, die klassischen Videos, wo die Katzen oder die Hunde immer versuchen, im Sonnenlicht zu sitzen in der Wohnung, ja. Das egal, wenn die Sonne rausgeht, man fühlt sich gut, man ist befreit, man fühlt sich glücklich. Und hier diese Verbindung sehe ich bei dir, dass du dich quasi, du bekennst dich zur Sonne. Mhm. Du bekennst dich zur Sonne, Steinbock. Okay, so viel dazu. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das nun auf dein Privatleben auswirkt, wie sich das auf dein Liebesleben auswirkt. Vier der Kelche. Mhm. So eine schöne bisschen, nee, ich will nicht sagen ruhige, nicht traurige, aber so eine romantische Energie. Schon mal vier der Kelche. Das führt dazu, dass du anfängst, überall Liebe zu sehen. Du fängst an, dadurch Liebe zu schenken. Du gehst ins Mitgefühl. Diese Verbindung zur Sonne gebärt in dir eine neue Kraft. Es zündet in dir eine neue Kraft des Mitgefühls zu anderen. Das heißt, das ist so wie, aha, wenn du als Heiler arbeitest, wenn du als Lichtarbeiter arbeitest, sobald du anfängst, mehr dich mit der Sonne zu verbinden, desto mehr wirst du die anderen Menschen sehen, desto mehr siehst du die Realität, wenn du die Sonne als solche siehst. Siehst du? Hier schaust du quasi entweder auf sich selbst, ja, durch die Nacht, in der Nacht, vielleicht in deinen Träumen, wenn du schlafen gehst, wenn du, die Nacht steht auch für das Dunkle sozusagen, für das Nicht-Sichtbare. Das heißt hier, die Message an dich, hier, wenn du dich besser verstehen möchtest, wenn du besser deine Unterprogramme verstehen möchtest, wenn du besser die Verknüpfung verstehen willst, warum du in diese Beziehung bist, warum du in diese Familie geboren wurdest, warum deine Eltern so eine Beziehung hatten, warum du diese Beziehungen erlebt hast. Wenn du all das erleben willst, darfst du dich erstmal zur Sonne bekennen. Darfst du dich erstmal für das Leben zum Leben bekennen. Für die sichtbaren Anteile einzustehen und erstmal verstehen für dich, was ist denn natürlich und gesund für eine Beziehung. Die Sonne als solche, auch wenn ich vielleicht am Anfang ein bisschen abgedreht geklungen habe, dann bekenn dich zur Sonne und so weiter, die Sonne sendet dir die Codes für diese Realität. Die Sonne als solche öffnet dein drittes Auge. Die Sonne heilt Krankheiten. Die Sonne macht dich bewusst. Die Sonne befreit dich aus dem Sklavendasein. Und die Verbindung zur Sonne, auch tatsächlich, wenn du anfängst, Sun Gazing zu machen, wenn du in eine wärmere Region ziehst
Oder du wirst merken, dass im Sommer du dich ganz anders fühlst als im Winter. Wenn du dir all dessen bewusst wirst, dann wirst du auch deine wahre Natur erkennen, Steinbock. Und deine wahre Natur ist ein absoluter Romantiker. Schau mal, wie du da sitzt mit deinem Schal. Und auch wenn die Gegend so kahl ist und trocken, bringst du die Blume hin. Das heißt, da ist dein Sonnenschein-Dasein. Du siehst eigentlich, du bist nicht jemand, der hart ist mit anderen. Du bist nicht jemand, der oberflächlich ist. Steinbock, deine Energie, du siehst überall die Schönheit. Du bist extremst süß, extremst verspielt. Deine wahre Natur, was dir bis jetzt nicht bewusst war, was du versteckt hast, was du vielleicht, wovor du Angst hattest, sie zu zeigen, weil du dich dadurch vielleicht viel zu verletzlich gezeigt hattest und die anderen dich verletzt hätten oder vielleicht dich die anderen auch verletzt haben. Deine wahre Natur ist viel süßer, viel romantischer. Du gibst nicht auf. In der Liebe gibst du nicht auf. Du gibst immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und die Wunder geschehen tatsächlich. Durch dein Nicht-Aufgeben, durch dein Sonnendasein, sogar der Schal von dem jungen Mann hat diese goldene Farbe wie die Sonne. Ja? Aufgrund von deinem sonnigen Dasein hauchst du Liebe in alles, was ist. Hauchst du Leben dort rein, wo vielleicht sogar kein Leben ist. Für dein Liebesleben mag es eine enorme Wandlung darbieten, wenn du dich auf diese Reise einlässt. Es bedeutet, dass du dich überall und in jeder Situation sicher fühlst. Mit deinem Partner, mit deiner Partnerin oder allein. Denn manchmal in der Beziehung oder vielleicht auch als Single, nehmen wir ein Beispiel Beziehung. Manchmal in der Beziehung magst du dich hilflos darstellen, auch wenn du es vielleicht gar nicht willst. Sobald du in die Beziehung reingehst, hast du gewisse Erwartungen an den Partner zum Beispiel oder du glaubst, emotionslos zu werden zum Beispiel, ja, oder dass du alles auf den Partner überlässt, dass du quasi das Gefühl hast, wenn ich in einer Beziehung bin, bin ich so machtlos. Ja, das kann oft dazu führen, dass der Steinbock sich dann immer wieder aus den Beziehungen befreit, um sich wieder zu spüren, um wieder dein eigenes Potenzial zu leben, was natürlich auf Dauer nicht cool ist, weil du dann entweder auf und ab in deine Beziehung hast oder du ständig on-off mit jemandem hast oder dass du dich ständig trennst, wenn du zusammenkommst, am Ende du kommst nie an. Und durch die Verbindung zur Sonne, durch die Bekennung zum eigentlichen Gott, zur eigentlichen Kreationsquelle, das ist die Quelle, erlaubst du dir selbst, dich selbst dadurch zu sehen und zu erkennen, dass du viel romantischer, viel fantasievoller bist, dass deine Fantasie ein wahres Segen ist. Deine Fantasie erschafft Leben dort, wo keins ist. Das heißt, wenn dich die anderen, entweder dein Partner oder die anderen Menschen, vielleicht dafür nicht akzeptiert hatten früher oder du sie dadurch ständig getriggert hast durch deine Anmerkungen, heißt das, dass du auf die Verdrockenheit hingewiesen hast in diesem Bereich. Eigentlich wolltest du was Schönes, was Gutes. Du bist eigentlich der Botschafter der Sonne, der geheime Botschafter der Sonne, was uns sagt, dass auch die Sterne, die gehören alle zusammen. Keiner arbeitet separat gegen den anderen. Alles gehört zusammen. Okay? Und du bist im Auftrag der Liebe. Absolut. Und wenn dein Sternzeichen vielleicht mit Saturn und Satan und was auch immer verglichen wird, so
bin ich selber tatsächlich diesen Weg der Erkenntnis gegangen, so kann ich heute berichten, dass dein Auftrag in diesem Liebesspiel ist, die Natur, das Leben aufrecht zu erhalten, sich darum zu kümmern, was natürlich ist, sich darum zu kümmern, wo Leben ist. Du hauchst Leben in die Beziehung, du hauchst Liebe in die Beziehung und natürlich in sich selbst. Ich hoffe, dass du dich jetzt dadurch aus einer ganz, ganz anderen Perspektive siehst, dass du deine Gaben, deine Fähigkeiten ganz anders betrachtest jetzt und dich endlich als ein wahres Geschenk anschaust. Lieber Steinbock, nun gehen wir wunderbar weiter zum nächsten Thema. Das Thema Karriere. Und diese Karte hat folgende Bezeichnung. Prinzessin der Münzen. Princess of Discs. Schau mal. Münzenergie ist schon mal deine Energie. Sehr gut, wir sind wieder bei deinem Thema. Steinbock ist ein kardinales Erdelement. Du bist ein Rebell, du eröffnest etwas Neues. Du haust, wie gesagt, Leben dort ein, wo noch keins ist. Du bist der Innovator, du gehst voran. Und im Punkto Karriere sehen wir Prinzessin der Münze. Das heißt, du hast schon, es hat schon was mit physischen, was mit etwas Greifbarem zu tun, deine Arbeit. Eine Prinzessin ist eine Königstochter, ja? Und du bist einen weiten Weg gegangen, meine Liebe, um dort zu stehen, beruflich gerade, wo du stehst. Du magst vielleicht noch nicht den Königstitel tragen, aber es ist okay so. Vielleicht willst du es gar nicht. Entweder gar nicht oder noch nicht jetzt. Fakt ist, dass dort, wo du herkommst, Ort, Leben, Erfahrungsschatz ist, was dich zu dem gemacht hat, was du bist, auch karriertechnisch. Und du bringst extrem Wertvolles, etwas Wertvolles mit dir. Diese Dame, die ich hier sehe, die hat auch goldenen Schmuck. Also Gold und Sonne spielt hier wieder eine Rolle. Beruflich erscheinst du königlich, aber nicht so, dass du sagst, das, was ich sage, ist ein Gesetz. Du bist quasi Botschafter des königlichen Hauses, des sonnigen Hauses sozusagen. Du bist die Tochter. Du bist die Königstochter. Du bist die Gottestochter. Und vielleicht ist es auch dein Beruf, die Königstochter zu sein. Lass uns hier auf diese Frage eingehen. Vielleicht ist es dein Beruf, die Königstochter zu sein. Bedeutet, dass du das weitergibst, was quasi das Königshaus entscheidet. Und wenn du dich hier zu einem Lichtarbeiter machst, dann ist es so, dass du quasi mit der Quelle arbeitest. Das Königshaus ist in dem Sinne die Sonne als solche. Und du bist die Botschafterin der Sonne. Jetzt, Moment, keine Angst, ich übersetze das in das Weltliche. Was ich hier sehe, dass deine Aufgabe jetzt ist, mit deiner Tätigkeit, mit deinem Beruf, die Vereinigung zwischen deinem Lichtarbeiter-Dasein und dem Weltlichen darzustellen. Dass du das Geld in das rechte Licht rückst. Dass du einen neuen Wert dieser Erde schenkst. Einen neuen Wert, eine neue Münze sozusagen schenkst. Dass du die Menschheit an ihren wahren Wert erinnerst. Karriertechnisch umschreibst du auch deine Vergangenheit. Du bist jetzt eine Königstochter. Vielleicht war das dir bis jetzt immer irgendwo bewusst, dass du anders bist als die anderen. Und vielleicht die Vorstellung von einer Königstochter, von einer Prinzessin gefällt dir ganz gut und du willst das für dein Leben übernehmen.
Und du fühlst dich vielleicht jetzt schon so Ende 2021. Wir sind jetzt in den letzten Zügen, in den letzten 2 Tagen. Und vielleicht, wenn du das Video dir später anschaust, dass du dich darin absolut wiederfinden kannst. Eine Prinzessin, ein Königskind darf auch das Reich erstmal kennenlernen. Man wächst quasi in die Familie hinein. Man weiß, früher oder später wird man die Verantwortung der Eltern übernehmen. Bis dahin lernt man, bis dahin wandert man, bis dahin erkundet man die Gegend. Und da sehe ich dich 2023. Du erkundigst dich erstmal, was es alles gibt durch dein neues Dasein. Du bist erleuchtet geworden. Du siehst die wahre Kraft. Du siehst die wahre Kraft der Natur. Du verabschiedest dich vielleicht immer mehr von den Konstrukten, sozialen Abhängigkeiten, die du bis jetzt gelebt hast. Und dennoch weißt du, wir sind immer noch in dieser Realität. Das ist eigentlich die höchste Voraussetzung überhaupt für jeden Erwachten, wenn du so willst, zu erwachen für sich selbst, dann eine gesunde Beziehung anzuziehen, von mir aus gerne Kinder zu zeugen und aber auch beruflich sich so zu finden, dass man mit seinem neuen Beruf, mit seiner wahren eigentlichen Berufung des Lichtarbeiters auch ein gutes Geld verdient, dass man existieren kann, dass man gut bestehen kann, dass man ein gutes, erfülltes Leben führt. Und du bist hier der Botschafter. Auf der einen Seite lernst du gerade, was es hier alles gibt. Gleichzeitig aber auch erinnere dich an diese sonnige Verbindung. Das, was dir die Sonne als Ideen, Impulse schickt, darfst du gerne in dein reales Leben mit einfließen lassen. Denn so machst du den Magier. So machst du oben wie unten sozusagen. So manifestierst du das, was du an Botschaften bekommst, machst du auf Deutsch zum Geld. Spannend. Wie wirkt sich das auf dein Geldverhalten aus? Vier der Schwerter, bitteschön. Gewisse Abstinenz sehe ich hier, schau mal. Du entfernst dich von alten Mustern, du entfernst dich von alten Mustern, wie du das Geld zu verdienen hast, wie du es auszugeben hast, was das Geld überhaupt für dich bedeutet. Ja, das sind quasi diese Raben, die dich ablenken. Ba, 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 was könnte alles passieren? Ich muss das, ich muss das, ich muss das bezahlen und so weiter und so fort. Wir wissen, dass es nicht mit den Umständen zusammenhängt, sondern wie wir damit umgehen. Und hier sehe ich auch, du schwebst. Du steckst gesunde Grenzen, wie das Thema Geld dich beeinflussen oder auch nicht mag. Du wirst in diesem Thema leichter. Thema Schulden, Kredite, Versicherung spielt hier eine Rolle. Hier sehe ich, dass du dich aus diesen Zwängen ebenfalls befreien wirst. Und hier spielt die Sonne, insbesondere warmes Wetter. Hier sehe ich dich in der Sonne meditieren, am Strand, nackt, auf dem Balkon. Und wieder kommt die Erleuchtung durch den Einfluss der Sonne. Du bist so mental stark, dass keines der alten Muster dich angreifen mag. Du wirst dadurch für solche angreiflichen Energien attraktiver, yes, aber gleichzeitig wirst du noch stärker mental sozusagen. Du steigst nicht mehr auf das alte Spiel ein, was Geldthema betrifft. Du weißt, dass du das Geld drucken kannst, wenn du möchtest. Das Geld kommt zu dir. Du bist safe. Was jetzt zu bereinigen ist, 2023, deine Einstellung, deinen Gedanken gegenüber.
was du darüber denkst, wenn das Geld da ist. Ja, manchmal kommt so ein Sabotagegedanke, ich muss jetzt mir was kaufen. Das Geld ist da, ich muss mir etwas kaufen, wird später nicht geben. Oder wenn du das Geld mehr als sonst hast, was passiert dann? Vielleicht machst du irgendeine Investition, du investierst in einen Kredit, du kaufst etwas und dann machst dich noch mehr zum einem Sklaven. Oder wenn das Geld geht oder wenn es weniger ist als erwartet, wie gehst du mit diesen Triggern um? Hier geht es um eine absolute Abstinenz den Triggern gegenüber. Du bist dir deine vier Hauptängsten, was Geld betrifft, in 2023 bewusst. Und Steinbock, ich gratuliere dir, weil das ist ein wahrer Gewinn. Und da wirst du sehen, dass es nicht ums Thema geht. Das Geld ist am Ende neutral. Bis jetzt warst du nicht frei. Bis jetzt waren die Gedanken, die mentalen Muster, manchmal auch die unterbewussten Muster so stark, dass sie dich regiert haben. Die haben dein Sein, dein Bewusstsein geprägt. Sprich, die unterbewussten Programme, es kann auch etwas Vererbtes sein. Die finanziellen Themen, die deine Eltern nicht verarbeitet haben, sie an dich weitergegeben haben und du mit denen zu kämpfen hast. Du weißt nicht, wo das herkommt. Du kannst eigentlich das Geld ziemlich leicht anziehen und so weiter. Und dennoch gibt es da irgendwelche sabotierenden Verhaltens- und Gedankenmuster, die wie in einem Karussell dich hin und her schleudern und dich ohnmächtig machen. Das wird dir bewusst. Wenn du es für dich rauskriegen möchtest, ein für alle Male, dann mache dir meines neuen Werkzeuges, Instrumentes, meines neuen Produktes zunutze, sprich der Audiodatei zur Umprogrammierung von deinem Unterbewusstsein. In einer Dekodierungssession schau mal gemeinsam, welche Trigger sind es denn wirklich, wo kommen die her und so weiter. Und dann kreieren wir eine einzigartige Meditation nur für dich, die darauf ausgerichtet ist, dich in einem speziellen Gebiet zu heilen, deine Unterprogramme, deine mentalen Blockaden durch das bewusste Zuhören. Und hier ist die Sonne ebenfalls. Ja. Es kann auch sein, ich lebe in Mexiko zum Beispiel, wir leben in Mexiko. Es kann auch sein, dass durch die Arbeit der anderen du deine Themen dann heilst. Dass du anderen erlaubst, die Sonnenenergie an dich weiter zu leiten. Das könnte auch eine Technik und Strategie sein. Wenn du an so einer Meditation interessiert bist, schreib mir gerne eine E-Mail mit deiner Anfrage. Wir setzen uns mit dir in Verbindung, wir vereinbaren einen Termin und dann geht es los. Ja, so viel dazu zum Thema Geld, eine absolute Befreiung, Bewusstseinswerdung und Abstinenz der gewissen mentalen Blockaden. Wie sieht es denn auf der Seelenplanebene aus? Was passiert 2023? Was sehe ich? Siebener Stäbe, die haben sich gezeigt und sie haben sich tatsächlich durchgekämpft. Siebener Stäbe, das bist du. Schau mal, diese Karte, als ich die geschaffelt habe, vielleicht erinnerst du dich, ich habe gesagt, oh, die eine Karte hat sich umgedreht. Und diese Karte war es. Und sie hat sich hier reingeschlichen. Das ist eine extremst starke Karte, mein lieber Steinbock. Lass uns hineinschauen, was es bedeutet. Wir sehen eine Frau, die ganz stark mit beiden Beinen dasteht. Und weißt du was? Ich kenne sie irgendwo hier. Sie trägt ein kurzes Kleid. Sie ist von einer unantastbaren Königstochter, von dieser Prinzessin, die schon eigentlich den Weg gelaufen ist, aber noch sehr gemacht und beschützt und alles aussieht, ist sie zu einer wahren Kämpferin geworden. Schau mal. Mega. Ja. Hier ist sie noch mit ihrem Gemacht und Kleid und alles. Und hier, das Kleid ist schon abgeschnitten. Die Statur ist anders, wie sie da steht, wie sie das Schild hält, wie sie da schaut. Ja, sie hat keinen Schmuck mehr. Bedeutet nicht, dass du weniger Schmuck tragen brauchst, was ich nur meine.
Manchmal verkleiden wir uns, um anderen zu gefallen und tragen extra Dinge, die unserer wahren Natur eigentlich gar nicht entsprechen. Das heißt, wir tragen extra etwas, was unseren Alltag erschwert. Wir tragen Klamotten, die uns eigentlich gar nicht gut gefallen, in denen uns nicht wohlfühlen wird. Wir tragen Schmuck, um anderen zu gefallen. Und denn dabei wissen wir, das fühlt sich nicht gut an und so weiter und so fort. Hier findet eine absolute Neuidentifikation deines Seins. Du bist viel feuriger, mein Lieber, meine Liebe, als du denkst. Und dieses Feuer darfst du endlich ausleben. Du zeigst deine Beine. Bis jetzt hast du auch nie kurze Röcke getragen und ab jetzt wird das geschehen, denn Beine stehen für die Stabilität. Und wenn du bis jetzt deine Beine, deine Figur nicht gemocht hast und immer entweder Jeans, lange Röcke getragen hast, aber nie deine Beine gezeigt hast, hast du nie deine Herkunft gezeigt. Das heißt, auch im Königshaus womöglich war das nicht angesehen. Ja? Gewisse Kleidungsstile verändern sich. Du befreist dich aus diesem frommen, braven Dasein, was sich gehört, was nicht. Und alleine kleidungstechnisch entwickelst etwas Eigenartiges, Einzigartiges. Und du zeigst deine Busen, du hast Tattoos, du zeigst, wo du herkommst. Du tragst viel bequemere Schuhe. Schuhe, mit denen du wirklich kämpfen kannst, wenn du Bock darauf hast. Aber um ehrlich zu sein, stehst du da und sagst, ich bin nicht meine Eltern zum Beispiel. Ja? Ich bin nicht das, was ich früher dachte. Hier sehe ich ein starkes Aufwachen. Starke, stolze Frau, die hier quasi ihren Arm einstützt, nach vorne schaut und die Stäbe, die hier glühen und brennen, die stecken in ihrem Schild. Du leistest jeder Herausforderung mit Bravour. Die Menschen verneigen sich vor dir, das heißt, du bist jetzt eigentlich die wahre Königin, ohne dass du auf diesen Königsstatus mehr heiß drauf bist. Das ist eine andere Lebensweise. Vielleicht lebst du zurückgezogener. Du brauchst von deinen Erfolgen nicht mehr im Außen berichten. Du postest vielleicht weniger. Ja? Du kündigst von mir aus oder du arbeitest von zu Hause. Da ist dieses, schau mal, hier bist du viel krasser. Hier kannst du wirklich ein Volk anführen. Weil hier, die Menschen verneigen sich vor dir, hier kannst du wirklich was nachweisen. Hier hast du zwar den Status, aber fühlst dich hier noch wie ein kleines Mädchen. In 2023 stehst du endlich zu all deinen Erfahrungen, die du gesammelt hast, indem du dir selbst bekennst, ich bin nicht meine Eltern zum Beispiel oder ich bin nicht die Kindheit. Ich habe diese Kindheit erlebt, aber es bedeutet nicht, dass die Kindheit mich regiert. Die Familie, in die ich hineingeboren werde, bedeutet nicht, dass sie meine Beziehung regiert. Entpuppt sich sozusagen, die Nabelschnur wird getrennt. Keine Sorge, bei so einem Entpuppungs- und Befreiungs- und Bestärkungsprozess verändert sich die Beziehung zu deinen Eltern ohne Frage. Aber da gehst du viel mehr ins Verständnis, ins Loslassen, ja, in nicht mehr dran festhalten wegen euch oder ich halte noch dran fest, ich will euch noch was beweisen und dann spielt man das Spiel, was aber nicht deins ist. Du spielst ab jetzt dein eigenes Spiel. Du stehst einen erhobenen Hauptes da und kannst an deinem Dasein und sogar an deinen Fähigkeiten, ohne dass du es beweisen musst, aber trotzdem aufzeigen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Und du, meine Liebe, und du, mein Liebe, bist viel krasser, als du bis jetzt dich gesehen hast. Und deine Krassheit ist nicht nur, deine Krassheit kommt eigentlich auch tatsächlich sogar durch dein Mitgefühl, deine Krassheit, deine Stärken sind dein Mitgefühl und deine Fähigkeit, dich abzugrenzen mental. Diese zwei Attribute sind enormst entscheidend für deinen Entwicklungs-
Wachstums- und Erwachungsprozess für 2023. Mitgefühl, Chancen sehen, Liebe und Leben einhauchen, auch wenn keiner an dich dran glaubt, und sich gesund abgrenzen, was eigentlich ziemlich gut einhergeht. Ja, wenn wir etwas Neues beginnen möchten und durch diesen Neubeginn wissen wir, wir starten dann eine Phase des Lebens, einen Bereich des Lebens eröffnen wir, den unsere Familie sich nicht getraut hat zu gehen, den unsere Freunde sich nicht getraut haben zu leben und zu gehen. Klar, das sind dann die Momente, wo man sagt, du hast dich verändert. Yes, und ich bin stolz darauf und so wirst du darauf reagieren. Diejenigen, die mit deinem Entwicklungsprozess nicht mithalten wollen und die dich zurückziehen, die gehen von alleine. Denn alleine das Thema Geld ist etwas, was dich extremst viel lehrt 2023. Nehmen wir an, du hast weniger zur Verfügung und du wirst von alleine sehen, wie die Menschen entweder mit dir aufgrund dessen umgehen oder mit ihrem Leben. Und das Thema Geld, Status ist das, wodurch, was quasi dein Steckenpferd ist, wo du aber aufwachst. Du findest dich selbst neu und du findest deine Umgebung neu. Und diejenigen, die dich nach wie vor geil finden, die dich sehen, die sehen deine wahre Natur, die bleiben. Die musst du nicht halten. Und dabei wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Ich danke dir fürs Zuschauen. Bedanke dich mit Spende deiner Wahl. Unterstütze mich über PayPal. Unten findest du den PayPal-Link. Buch deine persönliche Legung, buch deine persönliche Audio. Kontakt findest du unten. Danke fürs Zuschauen. Abonniere The Funky Oracle. Bis dann. Ciao, ciao.